Ein frisch gezapftes Bier haben sich Coach Benedikt Frank und seine Mannschaft nach dieser Saison wirklich verdient. Navarro Straubing hat die Vorgaben eigentlich übererfüllt und ist als souveräner Zweiter hinter Vorjahresmeister Offenburg ins Ziel gekommen. Wir dürfen mehr als zufrieden sein. Wir haben uns vorgenommen, dass wir unter die ersten drei kommen wollen. Wir sind definitiv unter den ersten dreien. Wir waren die einzige Mannschaft, die wirklich Offenburg geschlagen hat und die auch wirklich Offenburg gefordert hat um den Meistertitel. Und Offenburg war in dem einen Spiel genau besser und wir hatten zwei Ausrutscher mehr. Und insofern sind die verdient Meister, wir verdient, aber wirklich mit Abstand auch Zweiter. Neben dem guten tabellarischen Abschneiden ist Frank vor allem auch auf die Entwicklung seiner zahlreichen jungen Spielerinnen stolz. Das gipfelte in einem 3:1 Abschlusserfolg am Samstag in Lohof, als eine wirklich blutjunge Truppe auf dem Feld stand. Nun aber soll tatsächlich auch gleich der nächste Schritt gegangen werden. Navarro hat sich für eine Bundesliga-Lizenz beworben. Genau, die Planungen laufen eigentlich seit November. Wir haben an der Vorlizenzierung teilgenommen und haben am Anfang lange zweigleisig geplant und dann eigentlich im Januar, Februar war eigentlich klar, sportlich werden wir qualifiziert sein, egal ob wir Meister werden oder nicht. Und dann war eigentlich relativ schnell die Entscheidung klar, wenn wir die wirtschaftlichen Dinge stemmen, dann gehen wir auf jeden Fall hoch. Aber Navarro, Bundesliga und wirtschaftliche Dinge, da war doch was. Genau. Zur Saison 2015-16 wagte man schon einmal dieses Abenteuer und scheiterte krachend. Am Ende stand die Insolvenz. Ähnliches soll und darf diesmal natürlich nicht wieder passieren. Wir haben auf jeden Fall den Liga-Vorgaben weit voraus. Wir haben aktuell im wirtschaftlichen Verfahren und sind da den Vorgaben wirklich weit voraus. Und wir brauchen noch ein Stück, aber wir haben an einem Punkt angelangt, wo man wirklich sagen kann, das kann man stemmen. Bleibt für den Sport an sich und vor allem für den Verein zu hoffen, dass diesmal tatsächlich mit mehr Vernunft und Weitblick agiert wird. Jedenfalls fährt Navarro auch ein gänzlich anderes sportliches Konzept als damals. Wir werden mit einem anderen sportlichen Plan nach oben gehen. Wir werden nicht gleich nach den Playoffs streben, sondern es geht darum, wir wollen uns einfach in der Liga etablieren. Wir werden natürlich im ersten Jahr um die unteren Plätze mitspielen und schauen wir, dass wir zwei, drei Teams hinter uns lassen. Damit ist nun vor allem Coach Frank gefordert, A, das vorhandene Spielerinnenmaterial über den Sommer auf diese Herausforderung einzustellen und B, geeignete Neuzugänge zu finden. Also da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, ein Konzept zu fahren, wo wir sagen können, wow, wir wollen jung wild bleiben, wir wollen weiter gute Ausbildungsarbeit machen, wir wollen vielleicht sogar bestmöglich deutschsprachig mehr bleiben und eigentlich ein regionales Konzept fahren, um unsere Fans und auch Straubing hier würdig zu vertreten in der ersten Liga. Mit allen Spielerinnen des aktuellen Kaders wurde bereits gesprochen, allerdings will oder kann natürlich nicht jede den Weg mitgehen. Fix ist aber bereits die Vertragsverlängerung mit Kapitänin Danica Markovic. Auch Zweitliga-MVP Carina Aulenbrock bleibt Navarro trotz ihres Kreuzbandrisses erhalten, bekommt aber natürlich die Zeit, diese schwere Verletzung auszuheilen. Bei den potenziellen Neuzugängen setzt man vor allem auf junge, hungrige Talente, die bei anderen Erstligaklubs nicht die gewünschte Einsatzzeit erhalten. Bis Mitte, Ende Mai soll der Kader stehen und da beginnt ja dann auch schon die Vorbereitung auf die neue Saison. Dann in der ersten Liga.